Reifenschutz undicht. Kommt echt Gas raus, ne? Geht gut. Voll durchgerostet das Ding. Ich hätte aber drin noch setzen, weil der alte Emulator da auch drin ist. Hier, Motorstrom-Klappe ist auch an. Ja, ich weiß. Oh. Echt jetzt? Keine Klima. Oh, Gas, alle. Oh, passt gleich nicht das ganze Seitenfeld. Ich wollte gerade sagen. Komm, Tank voll das Ding. Da haben wir den Wert verdoppelt von dem Auto. Verdienst du echt so schlecht, dass du mich jedes Mal bescheißen musst? Ein wunderschönen guten Morgen. Heute Skoda. 300.000 auf Gas. Kommt, wir gehen gucken. Das war ja ein bisschen kurz. Ich dachte, du wolltest eine Show machen, dass du mir den wieder erfegen willst. Das machen wir danach. Er will mich schon wieder, verstehst du? Nein, eigentlich habe ich damit eine richtig. Verdienst du echt gut. So schlecht, dass du mich jedes Mal bescheißen musst? Ich habe damit eine richtig geile, gute Tat vor, deswegen. Was denn? Guck mal, ich habe doch einen Bruder, ne? Der hat doch irgendwie kein Auto. Was für ein Bruder? Der ab und zu mal Hausmeistertätigkeiten für uns irgendwie so macht und all solche Sachen. Du willst wieder ein Auto erfegen? Erzähl erstmal, was damit los ist. Oder soll ich's machen? Das ist ein Skoda, Fabia. Da kam älterer Herr, sag ich mal, hierher und wollte den Wagen eigentlich verschrotten, ne? Ja, so gut wie. So gut wie. Und dann haben wir gesagt, komm, da ist eine Gasanlage drin, der 300.000 gelaufen, den nehmen wir erstmal. Was wir damit machen, wissen wir noch nicht. Ja, das war irgendwie, wir schreiben das Jahr 2004. Armin hat gerade angefangen mit Autogas umzurüsten und, oh Gott, für diese Geschichte setze ich mich erstmal kurz hin. Hat gerade angefangen mit Autogas umzurüsten. Ja, ich komme mit der Kamera jetzt gleich runter, ne? Wir fahren gleich damit. Armin hat gerade angefangen, Autogas umzurüsten, zum dritten Mal, entschuldigt bitte, aber ihr kennt mich ja. Und es gab auch noch gar nicht viele Tankstellen hier im Umkreis. Ne? Eine einzige Tankstelle gab es bei so einem riesengroßen Progas, so einem riesengroßen, die hatten hinten auf ihrem Grundstück so 2 Millionen Liter Gastanks und dann hatten diese eine Rohrleitung, eine Pipeline und so eine Halle und da haben die Gasflaschen befüllt und dann ging die Rohrleitung weiter an eine Autogastankstelle. Das war hier im Umkreis so um 2000 rum schon die einzige Gastankstelle, die es damals gab. Da war das mit dem Autogas in Deutschland ja noch überhaupt gar nicht spruchreif. Da war noch nicht viel los. Ne? So, und da hat ein Mann gearbeitet und mit dem habe ich mich immer unterhalten, wenn ich die Autos da getankt habe. Das war ja auch, da war ich ja auch schon, das war ja was ganz Besonderes damals schon. Und er, oh ja, super, und Gas und dies und das kannst du denn umrüsten und hin und her und alles. Ne? Und irgendwie kam er dann, da war ich sehr, sehr enttäuscht. Ne? Was haben wir denn da gemacht? Da war ich froh über jede Umrüstung, die ich gekriegt habe. Das bin ich natürlich heute noch, ne? Wenn ihr zu uns kommt, euer Auto umrüsten lasst natürlich. Ne? Aber da war das natürlich noch nicht ganz so schlimm. Das war kurz vor diesem riesen Megaboom. Ne? Da habe ich keine Ahnung, im Monat mal so 2 Autos umgerüstet oder so, ne? Oder 3. Und dann kam der auf den Hof gefahren mit einem nagelneuen Skoda und hatte da eine Gasanlage drin. Ich sag, wo hast du die denn her? Ja, die hat mir, haben die gleich eingebaut da, ne? Das war irgendwie Skoda-Vertragshändler und die haben die Anlage da reingeferkelt, ne? Natürlich gar nicht besonders gut. Da zeig ich mal her, ne? Da habe ich mir die Anlage angeguckt, das war ganz, ganz schlimm eingebaut, ganz furchtbar. Ne? Das war wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Lehrling aus dem zweiten Layer mit einer 2-Tages-Prinz-Einbau-Gas-Schulung, ne, bei dem Importeur, den es heute auch wahrscheinlich nicht mehr gibt. Ne? Naja, eben halt so, wie wir es kennen. Ne? Ich habe die Anlage ein bisschen überarbeitet. Ich habe die erstmal ordentlich eingestellt. Ne? Der lief auch nicht ordentlich. Ne? Ja, und jetzt irgendwie so, lass mal überlegen, wir haben 2021, 16, 17 Jahre später, oder was, 2000, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, kommt er zu mir. Und ist natürlich schon längst in Rente und wollte, ich bin immer noch am Labern. Echt? Bist du schon fertig? Natürlich. Ja, ist natürlich längst in Rente und sagt, ob wir die Gasanlage aus dem Auto haben wollen. Er will das Auto verschrotten. Ne? Ich sage, warum willst du den verschrotten? Ja, der hat 330.000 gelaufen. Ne? Ja, da habe ich noch ein paar Euro dafür gegeben. Ne? Aber wir sind mit dem Auto noch überhaupt gar nicht gefahren. Wir wissen es gar nicht. Wir wissen nur, es ist ein Skoda. Irgendwie 2004er Baujahr oder so, ein Vierzylinder, ich glaube 75 oder ist schon 82 best. Wir gucken gleich mal rein, die Papiere, das Auto ist ja aus erster Hand. Und hat natürlich vom ersten Tag an eine Prinzanlage drin, ne, die wir damals mal überarbeitet haben. Aber wir sind mit dem Auto noch überhaupt gar nicht gefahren und sind wir noch gar nicht. Nee. Ne? Wir haben noch nichts gemacht und wir gucken uns jetzt mit euch zusammen an. Fährst du? Ich kann fahren, ja. Fahr du, ich setz mich daneben, ne? Und laber dummes Zeug wie immer, ne? Wo ist es zu, ne? Oh, achso, stell zu, ja, ja. Und wir gucken jetzt mal, wie das Ding ist und was war. Wir wissen gar nicht, was er da mit. Hier, er will mir den schon wieder abluchsen. Ja. Irgendwie. Warum auch nicht? Ja, weißt du was, komm. Du bist doch mein Kumpel, ne? 500 Euro. Siehst du? So ist das nämlich. Nein, nein, wir kriegen das schon hin. Nein, du kriegst den nicht.
Hier den. Ja. Wurde nicht, keine Ahnung, verlosen oder sowas. Du bringst das ganze Thema durcheinander. Muss ja auch immer ärgern, ne? Ja, klar. Vor allem, wir uns den mal angucken. Ja, das war ja. Oh, hier, da hinten haben sie den Tankeinfüllstutzen reingerockt. Voll durchgerostet, das Ding. Das haben wir früher mal so gemacht, ne? Ja, wir machen das heute alles da rein. Wir haben es damals auch so gemacht, aber wir haben das so gescheit gemacht, dass das nicht gerostet ist. Ist auch schon mal passiert, ne? Aber heutzutage machen wir es. Als ich das so gemacht habe, bin ich mit einem Blechtrommel und Weihnachtsbaum gelaufen. Ja, genau, das war so 2005. Ja? So, ja, da ist er. Wie sieht er denn überhaupt aus? Ey, ne, aber da dreckig ist. Wenn wir nicht so viel zu tun hätten, könnten wir gleich mal durch die Waschanlage fahren. Aber er läuft schön, ne? Ja. 330.000 gelaufen. Zinsgasanlage drin? Ja, Fossi 1. Ja, die habe ich damals mal neu eingestellt. Ich hätte aber Zündersetzer, weil der alte Emulator da auch drin ist. Ach, deswegen. Ja, das hat Ritchie gestern rausgefunden, dass der alte Emulator. Ja, der war ja auch nie zur Wartung nichts da. Ich habe das Auto mal irgendwie vor 15, 16 Jahren gesehen. War neu eingestellt, der lief, glaube ich, um 20% zu fett. Der hat den neu gekauft, der kam gleich wieder Motorsteuerungslampe um die Ecke damals. Habe ich noch mal einmal übereingestellt. Obwohl ich sauer war auf den, weil er eben halt die Gasanlage hat bei seinem Händler da irgendwie machen lassen. Ne? Komm her, drehen wir mal eine Runde. Ja, dann machen wir einen neuen Emulator rein. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen mit dem Auto. Das ist erste Hand. Ja, bringt trotzdem nichts. Hat 330.000 gelaufen. Hier, richtig schöne, sexy, grünfarbene Schonbezüge drin, keine, ne? Hat da keine Klima. Keine Klima? Hat er gar nichts. Was hat denn da für eine Scheiße gekauft? Der hat gar nichts. Der so, hat, oh, hat gerade auf Gas umgeschaltet. Ja, aber der hat nur Heizung. Hier, Motorsteuerungslampe ist auch an. Ja, ich weiß, wegen Zündaussetzern. Ah, okay. Warte mal. Lass mal dein Lieblingskumpel und Lieblingsschüler. Halt mal die Kamera fest kurz. Okay, so fahren, Kamera kurz anbinden. Ja, warte, lass mich erst kurz anbinden. Ich darf dich vor laufender Kamera nicht mehr in den Arsch treten. Ja, weil du so mega enttäuscht warst. Als ich dich gestern in den Hintern getreten habe auf dem Video, da war das dann, und du hast dann auch ganz traurig geguckt danach. Okay. Und das ist so. Ich habe dem auch gesagt, ich habe den auch reingeschrieben, ich sage, dass nach 11 Jahren, die wir jeden Tag aufeinander zusammenhocken, ne? Oh, Gas. Och, Gas, alle. Ja, fahr da hin, tank eben schnell ein paar Euro rein. Da steht ein scheiß AMG vor der Tankstelle. Ach so, rum. Nee, kommst du dran. Aber ich habe meinen Schlüssel oben liegen. Nee, habe ich hier. Kannst du meinen Tankschlüssel haben? Wir haben hier nämlich hier an unserer. Alter, was piept denn hier die ganze Zeit? Der ist doch kaputt. Oh, der ist aber, läuft aber giftig, ne? Wir haben hier so schöne Tankschlüssel. Hier so. Und da können wir tanken. Na komm, tank da mal einen Schluck rein. Komm, tank voll das Ding. Da haben wir den Wert verdoppelt von dem Auto. Ja, was wenn ich wieder abluchsen will, das geht nicht. So, gucken wir mal. 333.000 Kilometer. So, mal gucken, wie er läuft. Wir tanken da jetzt noch ein bisschen Gas rein. Und dann, wollen wir mal sehen. Vielleicht sollten wir den als, nee, als Werkstattersatzwagen, hat echt ein bisschen viel gelaufen zu, ne? Aber Leute, was wollen wir denn machen? Vor allen Dingen, ich bin ja ein Auto los. Ich habe den 123er ja verkauft. Und damit haben wir ja wieder 2 Quadratmeter Platz. Da kann ich den hier für hinstellen. Ich kann es halt nicht bleiben lassen. Warum sollen solche Autos da auf den Schrott wandern, ne? Müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Oh. Echt jetzt? Komm hier nicht raus! Türgriff ist abgebrochen! Warum geht denn das überhaupt nicht? Das ist auch praktisch, ne? Oh, passt da nicht das ganze Seitenteil nach. Ich wollte gerade sagen. Ja, tankt einfach ein bisschen rein. Und dann gucken wir mal. So, kommt der nach raus. Wir müssen unsere Gastankstelle unbedingt mal abspritzen, ne? Das kann Floppy mal machen. Kärcher mal runter und dann mal abwaschen. Zeit zu haben, ja. Ja. Reicht! Reicht! Nein, dann damit rein. Ich kann schon mal auf Gas schalten. Jetzt läuft er schon wieder auf Gas. Jawohl. Ja, warum ist denn der Türgriff abgerissen? Aber trotzdem der der ist komplett tot. Das ist bestimmt der Bauernzuckel gerissen in der Tür. Ja, okay, dann gibst du mir 400 Euro, okay? 350?
Soll ich nochmal Kaffee machen, ne? 300? Komm, 20 Liter reichen hier. Ja los, komm her. Tankerverschluss ist undicht, wie nach Profi abgezogen. Ne? Ich sage, ich kaufe nur Scheiße. Da kommt echt Gas raus, ne? Ja. Nicht gut. Ja, nur das, was der Leitung steht. Ja, ja, klar. Hört sich auch nicht gut an. Egal. Ach, das ist echt nur. Das ist echt nur das, was in der Leitung steht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Aber hier. Tankanzeige geht, ne? Elektrische Fenster immer. Hat er. Tankanzeige geht auch. Ein Punkt ist schon an. So, mal gucken, wie er läuft, ne? Aber der Motor scheint echt gesund zu sein, ne? Ja, aber 33.000, der weiß gar nicht, wie er laufen soll. Ja, genau, ist gerade eingefahren, ne? Ja. 1,4er VW-Motoren, the best of. Kann man angehen, nicht mithalten. Ja, mich hat das schon gewundert, er sagt, er hat Zündaussetzer auf Benzin und auf Gas, ne? Der Motor läuft sauber, ist eben halt Emulator, ne? Ja, mal so ein bisschen. Ja, ruckelt ein bisschen. Löten wir einen neuen Emulator, Stecker auf, stecken einen neuen Emulator auf, dann läuft er. Dann haben wir noch welche liegen von der VSI1, ja, ne? Das Lenker ist ein bisschen abgegriffen, ne? Ja, 3000. Also, aber wir können jetzt mal hören, hier so Radlager und so, alles gut, ne? Ja. Beifahrerseite, Tür geht nicht auf. Das ist nicht so schlimm, sind auf dem Beifahrer. Danke für Stutzen ist undicht. Haben wir noch einen Hakerflach rumliegen? Nee, Hakerflach nicht, ist ein Arzt. Blech reinschmeißen und wieder zumachen. Wummer und Punktlampe. Ja, aber da kann doch an der Karre hier nichts rum. Mach schwarz. Ach so. Jetzt bin ich drauf gepunktet, wenn man schwarz macht, fertig. So machen wir das. Ja, Leute, der Frühling ist am Kommen. Ja, wäre kalt werden, ne? Echt? Ja, bei Ostern wird es jetzt doch kalt werden und nicht warm werden. Irgendwie entscheiden die sich jeden Tag um. Das Wetter, fast wie die Regierung. Das Wetter ist ja wie die Merkel, wollte ich gerade sagen. Oh, zwei leuchten schon an. Ja. Fährt doch gut. Ja. Hab ich doch nicht so eine Scheiße gekauft. Nö. Guck mal, krieg ich einen Daumen hoch? Krieg ich einen Daumen hoch? Nein. Yeah, krieg einen Daumen hoch. Ja, aber nur, weil einer vor dir herfährt. Ich fahr immer einen Daumen hoch. Alles klar. Ich muss da irgendwie immer ein Smiley oder einen Daumen hoch haben. Das ist irgendwie so eine Krankheit bei mir. Was machen wir denn mit dem Auto jetzt? Warum hat er keine Klima? Warum ist der Türgriff abgerissen? Geht der Hupe? Warum liegt der Stroh rum? Ja, hier, der hat doch hier gewohnt, im Nachbarort, ne? Jo. Dein Auto läuft. Ruckelt nur ein bisschen. Der egal, haben wir einen Griff. Der Dacia mit einer Werksanlage. Schon wieder? Ja. Der hat auch nicht gelernt. Wie so ein Dacia mit einem 30-Liter-Tank unten drunter, ne? Ja. Hier fahr ja einmal um Teich und dann Teich. Sind wir eigentlich damit durch so weit. Läuft gut das Ding. Nur läuft doch, ne? Steck mal neuen Emulator rein, neuen Tankanfüllstutzen hinten rein. Wie lange noch TÜV der Bock? Gar nicht mehr. Nee? So. Ja, aber so, Fahrwerk, Reifen, Radlager, alles gut, ne? Motor läuft gut, Getriebe läuft gut. Ein Dummlager. Ja, stimmt, hast recht. Klappert ein bisschen. Da war auch bei 330.000. Oh, wie schaltet er um? Gut, den habe ich mal eingestellt, vor 16 Jahren. Ja, der Emulator ist echt Schrott. Ja, selber schuld. Warum ist er nicht zur Wartung gekommen? Ach. Hätten wir ihm gleich gesagt, dass wir einen neuen Emulator brauchen. Alter, wir müssen mal nach dem Verdampfer gucken. Nicht, dass da noch ein D- oder E-Verdampfer drin ist. Müssen wir den auch noch tauschen. Tja, dann wird er immer teurer. Dann geht der Preis wieder hoch. Ich wollte es doch gar nicht. Was? Ich wollte es doch alles gesagt. Das ist ein alter Abluchser. Schmerzensgeld Geld fürs Treten, Junge. Fürs was? Fürs Treten gestern. Genau, fürs Hintertreten. Genau. Einer hat geschrieben, er glaubt jetzt, dass das mit dem Abonnent sich jetzt erledigt hat, weil wir den 123er Mercedes verkauft haben und er ein bisschen enttäuscht ist, weil er auf unsere Akquise und die Oldtimer-Restauration und die Lackieranlage und so, die wir aufgebaut haben, war ja dann sinnlos und er ist dann enttäuscht, dass wir das Auto verkauft haben und restauriert. Ja, die Denkweise verstehe ich auch, aber deswegen habe ich auch die Erklärung genau dazu gemacht, dass das jetzt ein Ausnahmefall war mit dem 123er. Ne? Dass sich einfach nicht rechnet jetzt zur Zeit. Das Auto wird vom Stehen auch nicht besser und wir hätten da jetzt 2 Wochen Arbeit dran, um den teuer zu verkaufen. Da
Dann verkaufen wir eine lieber billiger. Und die Arbeit soll der da reinstecken, der dann auch haben will. Technisch ist er ja soweit in Ordnung. Ne? Also das ist ausnahmsweise. Es wird weiter gerade erst recht richtig Restauration geben und. Ne? Natürlich brauchen wir auch ein bisschen Manpower. Jetzt ist Heiko natürlich auch krank. Okay, das ist kein Autoschrauber. Ne? Das ist unser Bauarbeiter eben halt. Ne? Und ja, wir suchen ja noch einen Karosseriemann oder einen Lackierer oder sowas. Ne? Kommt auch noch, werden wir garantiert noch fündig. Ne? Ja, so, dann sind wir wieder da. Da stehen schon die fertigen Autos. Ich stehe gleich zu meinen Autos, ne? Ach, das ist hier deine Ecke mit deinen Autos? Ja. Was hast du denn hier stehen? Ein Berlingo. Berlingo. Das war's dann. Das war's. Ja. Und dann Rennen müssen wir auch fertig machen, verdammt nochmal. Der 123er ist ja weg, der wird ja abgeholt. Da steht noch Suse mit seinem Golf rum. Da hinten stehen die fertigen Autos. Na, kommen jetzt nicht in dem Video, ne? Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei unserem Schnäppchen Skoda. Wir wissen noch nicht, was wir mit dem Auto machen sollen. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ja, alles klar. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. Und auch, weißt du was? Wir können auch mal ein Video drüber machen, wenn wir eine fertig machen, ne? Machen wir ein Video drüber, wenn wir eine fertig machen. Wir machen hier einen neuen Tank rein. Weiß ich nicht. Du wirst aber mal ein bisschen Zeit finden. Neuen Tankeinfüllstutzen rein, neuen Emulator löten wir hier ein, dann zeigen wir euch, dass er danach ganz fantastisch läuft. Bleib du mal hier drin? Und dann, nein, ich komme doch mit, Mann, ich will mit dir einen Kaffee trinken. Ja, du kommst da eh nicht raus. Ganz oh, scheiße. Doch, warte. Mach die Tür auf und schmier ich dir eine, sonst rede ich dich wieder in den Arsch. Los, kommst du nicht raus, oder? Nein! Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir beenden jetzt dieses Video und ja, wir halten euch auf dem Laufenden, was wir damit machen. Abmelden muss Ute den noch. Ja. Anhängerkupplung hat er auch dran. Ja. Guck mal, volle Hütte. Richtiges Bauarbeiterfahrzeug. Ja. Aber da haben wir ja genug von, ne? Ja, ja. Bulli. Und zeigen euch, wie wir den fertig machen. Tankeinfüllstutzen rein, Emulator rein, Kleinigkeiten machen. Vielleicht machen wir die Tür auch heile. Dann machen wir da TÜV drauf. Und dann, ja, keine Ahnung, was wir damit machen. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Gucken. Ciao. Tschüss.